Ja, hallo. Heute wollte ich euch mal alternative Kapseln für die Dolce Gusto Maschine vorstellen. Das sind die von Celeste Duro. Das ist eine Cappuccino Kapsel. Geliefert wird hier in so einem weichen Beutel. Die originalen kennen wir ja, werden in diesen Pappboxen geliefert. Und ja, wie auch in den originalen normalen haben wir hier 8 Milchkapseln und 8 Espresso-Tassen, um da dann schön Cappuccino rauszukriegen. Ich habe hier mal zum Vergleich, die Originalen haben wir hier und die Celeste Duro oder wie es auch immer ausgesprochen sind, haben wir hier. Also farblich schon mal fast gleich. Die Kapseln von der Größe sind original gleich. Die Dolce Gusto sind hier ein bisschen weicher, habe ich schon gemerkt. Das ist hier härteres oder dickeres Plastik und unten der Aufstecher, sage ich mal, sieht ein bisschen unterschiedlich aus, aber im Allgemeinen sind sie praktisch identisch. Das gleiche auch mit den Espresso-Kapseln oder Kaffeekapseln. Auch die Striche sind gleich, jeweils ein Strich von dem Espresso und 6 Striche von der Milch. Ja gut, dann wollen wir mal vergleichen, ob es gleich aussieht, gleiche Menge ist und ja, schauen wir mal. Fangen wir mal mit dem Dolce Gusto an. Machen wir erstmal die Milch vom Original. So, jetzt haben wir aufgeheizt. Ich habe noch hier den Ständer rausgenommen, sonst passt das Glas nicht drunter. Und dann schauen wir mal. So, da haben wir jetzt die originale Milch vom Dolce Gusto und jetzt nehmen wir die kompatible Kapsel und machen wir auch erstmal die Milch. Ja, also da kommt schon mal ein bisschen geschossener raus, finde ich. Bisschen dickerer Strahl, also scheint das Loch etwas größer zu sein, was da eingestochen wird, aber gut. Hier der Schaum vom Originalen. So, dann haben wir hier den anderen Schaum. Dann können wir schon mal gucken. Also der Schaum von dem originalen Dolce Gusto ist schon mal etwas fester, wie man sieht. Das ist hier etwas flüssiger von der Odoro. So, jetzt muss ich mal eben die Sauerei wegmachen. Moment, ich stopp mal eben. So, also wie gesagt, wir sehen, die Menge ist so ziemlich identisch, auch wenn ich hier jetzt gerade Tropfen verschüttet habe. Also da ist schon mal kein großer Unterschied, praktisch original gleich. Nur wie gesagt, der Schaum scheint mir etwas fester zu sein bei den Originalen. Und dann machen wir mal den Cappuccino dabei. So, hier hatten wir die Originale. Nehmen wir jetzt den Espresso und machen dann da den drauf. So. Das war's. Dann haben wir hier den Originalen. Ja, schöne Sauerei, wie immer. Und dann machen wir jetzt den Espresso von den kompatiblen Kapseln da rein.
So. Also von der Füllmenge her praktisch wirklich identisch. Da ist kein Unterschied. So sieht man es nochmal besser. Und ja, ich weiß nicht, ob man sieht, der rechte, die kompatiblen Celeste Doro Kapseln, hat ein bisschen mehr Blasen im Schaum. Hier, wie gesagt, der Original ist etwas fester. Also, es funktioniert wunderbar mit den kompatiblen Kapseln. Die Maschine hat keine Probleme damit, kommt auch genauso gut raus. Und ja, dann bleibt es eigentlich nur noch an euch mit dem Geschmackstest. Ich probiere es jetzt mal. Das ist natürlich, Geschmäcker sind verschieden. Ja. Also ich finde den Original Dolce Gusto etwas herber, bitterer, kräftiger. Wobei mir jetzt die gefakte Kapsel, ehrlich gesagt, oder nicht gefakte, die kompatible, etwas besser schmeckt. Also ich bin eher so der süße Typ. Etwas milder. Ja. Tja. Also ein großer Unterschied ist nicht zu schmecken. Müsst ihr mal ausprobieren. Ich finde es völlig okay, solange man sparen kann. Ich kann es empfehlen, bin zufrieden damit. Und ja, das war so der kleine Test, Vergleich. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.